Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Nordermarsch. Ja, der Mais ist runter. Ich habe jetzt hier auch, ich glaube, 2 Tage sogar vorgespult. Weil am letzten Tag hat es dann nur geregnet. Und ja, ich habe ja gesagt, im letzten Video von gestern, dass wir ein bisschen oder anfangen werden, hier und da eventuell schon mal die ein oder anderen Bäume wegzumachen. Ja, dabei habe ich ganz vergessen, dass ich ja noch Gras machen wollte. Ne? Wir wollten ja hier auf dieser Wiese, wo ich ja jetzt gerade zugegangen bin, noch einmal losgehen und noch mal einen Schnitt Gras machen, ne? Weil wir ja hier noch mal Silageballen machen wollten. Hab ich total vergessen. Ist mir dann auch erst im Nachhinein wieder eingefallen, ne? Hey, so machen wir hier noch mal Gras jetzt, ne? Wie gesagt, ich will das ja dann als Silage nehmen. Und zwar in Ballenform. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da für eine Presse nehme. Entweder ich nehme eine Presswickelkombi. Gleich vorweg, ne? Aber die meisten haben halt auch nur, ja, 1,50er, ne? So die kleineren. Ich muss mal schauen. Oder ich nehme halt, weil ich würde es halt gern auch, ja, wie hier auch, ich sag mal, überwiegend ältere Maschinen haben, überwiegend, ne? Mähwerke jetzt nicht so, aber unsere Trecker, die sind schon alle ein bisschen älter, ne? Der Häcksler ist schon ein bisschen älter, der Mähdrescher ist auch schon von ein bisschen älter, ne? Ich meine, von 2005 oder so ist der, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh aus dem Jahr. Und da wollte ich einfach pressemäßig auf noch was Älteres wieder, ne? Aber wie gesagt, die können alle nur 1,25er nehmen, machen dann, ne? Eine ältere Presse und dann halt ein Fickler oder sowas dann noch, ne? Oder wir gucken mal, ich lasse mal hier einmal den Helfer fahren. Ich muss mal einmal gucken. Weil ich das doch gern eigentlich mit dem Dings machen würde. Presswickelkombi. Haben wir hier Glas, so. Die brauchen, ne, auch 140. Na gut, die Pöttinger, ne, 150. Die könnte ich nehmen. Weil sonst, ich würde auch gerne die von Göwe, ne, 160 mal nehmen. Hatte ich auch noch nie, ne? Pressige-Kombi. Aber die kann halt auch nur 125er, ne? Ja. Das ist das Ding. Die können leider denn nur 125er ballen. Die können dann leider nur 125er ballen. Wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja auch. Ah, ich muss mal gucken. Ne? Weil vielleicht, wie gesagt, vielleicht ein bisschen was älteres Rundballenpresse. Dann irgendwie ein Ballenwickler noch. Extra. Muss ich noch mal schauen. Ja, weiß nicht, ob ich gestern Livestream gemacht habe. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn das gestern nicht geklappt hat, wird es wahrscheinlich auch das letzte Mal erstmal sein, dass wir streammäßig unterwegs sind. Livestream-mäßig.
solange das denn ja irgendwie mit dem Internet wieder besser wird oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich muss mich da auch nochmal gucken. Dass wir da oder dass ich da ne, mal wieder vernünftig und ordentlich streamen kann. Wie gesagt, ansonsten bringt das ja all nichts, ne? Ja, machen wir hier schön ein bisschen Gras. Muss mal gucken, weil es soll nachher im November nur noch regnen. Wäre für die Zuckerrüben nicht so schlimm, aber für die Sojabönchen, ne? Oh. Für die Sojabönchen würden wir nicht mehr aufs Feld kommen, ne? Das ist doof, dass die jetzt noch nicht reif sind. Im Oktober die Sojabönchen. Werden wir mal schauen. Ich habe zuerst Bedenken gehabt, dass der 7810er das hier packt. Mein Mähkombi braucht ja doch 175 PS. 175 haben wir. Habe ich zuerst Bedenken gehabt, dass der 7810er das nicht packt. Und dann werde ich hier nochmal was austesten. Ich habe vorgestern noch einen neuen Ballenanhänger runtergeladen. Ich muss mal gucken, wie der ist. Optisch sagt er mir erstmal zu. Aber ihr wisst ja, ich habe irgendwie ja immer das Problem, ich weiß nicht, ob andere Leute oder andere das nicht haben, dass, weil das ist ein Drehschemel-Anhänger halt, ne, als Ballenwagen, dass der sich immer bewegen tut, denn ne, wenn du da mit einem Ballen in der Nähe ankommst, so, den da überhältst, dann fängt der Anhänger sich immer an zu drehen. Das hatte ich ja schon bei ganz vielen. Einige Ausnahmen, bei denen das halt nicht so ist. Aber wie gesagt, da muss ich mal gucken. Vielleicht, wie gesagt, den werden wir uns hier mal dann holen. Hierfür. Weil ich habe ja jetzt den Brandner Anhänger umgebaut zum Ballenwagen. Ne? Aber den kennt man halt auch schon so oft. Oder hat man halt schon so häufig gesehen, ne? Na, komm. Fast so, als wenn das die Heu wäre und kein Gras. Irgendwie ein bisschen durch aus. Frosch im Hals schon wieder oder so. Gar nicht zum Trinken parat. Naja. Sparen werde ich denn hier mit dem Dübs auf jeden Fall. Schaltet der Helfer sich denn hier zurecht, ey? Ich
bin ja mal so, ne? Ich hasse ja gerne immer, wenn so mal so ein Plan vom Helfer machen kann, mich ein bisschen besser dran orientieren. Kann ich mich da ein bisschen besser orientieren dran, ne? Ich hier eine gerade Bahn durchgezogen habe vom Helfer. Meine ich doch. Da war. Da war die Heckscheibe im Betten auf. Ne, achso. Mais, wollt ihr ja noch wissen, wie viel wir da zusammengekriegt haben, ne? Wir haben Mais knapp, naja, nicht ganz, fast 1 Million zusammen. Wir haben irgendwie 993.333 irgendwie so. Also ganz knapp an 1 Million. Ganz knapp, also so wirklich so, ne? Ja. Ganz, ganz knapp an 1 Million. Aber das kann jetzt erstmal silieren, das Zeug. Können wir nachher die Biogasanlage anschmeißen. Ja. Ich kriege ja auch Kohle, ne? Also ich habe 462.000 Eulus. Obwohl ich halt nichts aufgebaut habe. Ich denke mal, weil wir hier auch die Windkrafträder mit drinne haben, kriegen wir hier automatisch Geld. Oh. Hey. Tomaten umgespielt hier. Kriegen wir hier automatisch Geld. Dann halt, ne? Ist jetzt nicht ganz so schön. Hab, will ich eigentlich auch nicht. Aber ich will diese Windräder da auch nicht wegmachen. Ne? Ich will diese Windräder da eigentlich auch nicht wegmachen. Wo ist denn das? Hier ist das. Kostenbetriebseinnahmengebäude, ne? Da. 108.000 im September. Ne? Im Oktober. 119.000 im September. Wie gesagt, das sind die Einnahmen von den Windkraftanlagen. Wie gesagt, ich will sie aber auch nicht wegmachen, weil es sieht so schön aus mit den ganzen Windkraft oder mit den Windrädern hier. Aber so kriege ich halt immer Geld dazu, ne? Das möchte ich eigentlich auch nicht. Gut, ich kann nachher ein bisschen Geld gebrauchen, wenn wir nachher unsere Kartoffel Halle und Kartoffelgedöns alles aufbauen, ne? Sortierhalle und das alles. Wenn wir da ein bisschen nächsten Jahr noch ein bisschen auf Kartoffeln mehr gehen werden, dann brauchen wir noch ein Kartoffelruder. Aber ja, gut, ich kriege ja erstmal das Grundstück kaufen, das kostet ein bisschen was, die Hallen kosten auch ein bisschen was und die ja, Maschinchen so, ne? Aber ich kriege ja doch eher mehr raus, oder, ne? Ich weiß noch gar nicht, wann ich die baue, vielleicht werde ich das dann auch im Winter machen. Dass wir vielleicht sogar dann da die Kartoffeln von hier unten, die wir hier unten im Lager haben, da oben hochfahren können. Ich weiß nicht, ob wir die noch sortieren und das auch dann sortieren kann oder sowas eventuell. Ne? Muss man mal schauen, wie das, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Da habe ich schon wieder
Nee. Gut, ich werde den Rest hier jetzt mal offline fertig machen, weil wir sind dann nämlich auch schon wieder am Ende angekommen. Ist ja jetzt wirklich auch wieder nicht viel, ne? Und ja. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, ne? Und ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.